Shalom Aleichem, a guten Erev Shabbos. Menschen sollen eine dem andere lieben, aber passiert manchmal Verstrickung, Streit. Die Torah in dieser Parashat Mishpatim sagt, wenn du siehst ein Esel runtergefallen mit dem Gepäck, du sollst nicht ignorieren, du sollst gleich gehen und helfen dem armen Esel zum Aufstehen. Wen muss man helfen, ein Esel, wenn er ist gefallen runter? Umso mehr, klar, das muss man helfen, Menschen, die runtergefallen. Midrash Tanchuma erzählt uns, es waren einmal zwei Menschen, die haben sich gestritten, passiert. Irgendwann geht einer mit seinem Esel und er sieht, sein Freund, Ex-Freund, ist runtergefallen mit dem Esel. Und er hat ihm geholfen. Und sie haben getrunken Wasser und die Lippen sind geworden feucht. Und wenn die Lippen sind feucht, beginnt man zu reden. Sagt er, darf ich dich einladen zum Essen? Und die beiden haben gegessen und getrunken und wieder geworden Freunde. Wenn Menschen miteinander nicht reden, können sie nie mehr Brücken bauen. Sagen unsere Weisen, Gdola legimashe mekarevet et arechokim. Es ist sehr gut zu trinken, um die Leute, die weit sind, um näher zu machen. Wenn man trinkt ein Gläschen L'chaim, es ist sehr gut. Diese Shabbat, in dieser Kälte, ihr seid alle eingeladen, leider noch nicht hier in die Synagoge, sondern draußen in unsere zerbrochene Zelt, zu stoßen L'chaim für einen Geburtstag von einer lieben Frau, von der Wohnanlage. Sie wird 85 und ihr Sohn donatet, spendet eine Kiddush, gibt einen guten Whisky und guten L'chaim. Ihr seid alle eingeladen, einen guten Shabbos. Bleibt gesund und stark.